Willkommen zurück zu Mario und Luigi Dream Team. Ich habe alle Felsen zerstört im Pilzwaldpark, denn das wollte Herrn Blöcke ja von uns. Nur so kriegen wir das Pilzwaldbrett. Ich habe in den letzten zwei Parts alle Felsen beseitigt und jetzt gibt er uns hoffentlich das nächste Dösteil. Übrigens, ich habe im letzten Part ganz schnell am Ende dran geschnitten, ja, den Sternenrang bei Mario bekommen und ich dachte eigentlich, der Sternenrang wäre der fünfte Rang. War zumindest so in meinem Luigi Abenteuer Bowser. Aber egal, hier ist es anscheinend anders. Gut, jetzt müssen wir jedenfalls zum Brunnen zurück, denn da wartet ein Blöckle und hoffentlich gibt er uns jetzt das Pilzwaldbrett. Ja, wir die komischen Bienen, aber die sind uns jetzt egal, ich will zu Herrn Blöckle. Da müsst ihr gleich stehen. Wieder die Blumen hier. Da ist er ja. Puh. Und habt ihr gute Neuigkeiten für mich, Jungs? Sagt mir schon, dass ihr die ganzen Felsen hinten im Park zertrümmert habt. Gut gemacht. Ich wusste doch, auf euch kann man sich verlassen. Wusste gleich, dass ihr das Zeug dazu habt. Und ein Vertrag ist ein Vertrag. Kommt, Jungs, immer mir nach. Jetzt kommt schon, Jungs. Ich dachte mir, gibt es uns nicht gleich. Da ist nämlich noch ein Bereich, der bisher von seinen Arbeitern verschlossen war. Und ich vermute, dahinter ist das Pilzwaldbrett. Okay, hier. Puh. Okay. Genau, da ist auch dieser Bereich. Genau da. Hier entlang. Okay, was ich sagen wollte, wo er mich gerade unterbrochen hat. Hier war ja auch der Kampf gegen den Grobotter. Den haben wir ja besiegt. Und jetzt geht's hier lang. Ab hier übernehme ich. Verstanden, Chef? Zum Schatz geht's hier entlang. Ich gehe schon mal vor und warte auf euch. Okay. Dachte ich mir, dass es hier entlang geht. Okay, nur ein ganz kleiner Bereich. Ich vermute, hier ist es. Ein bisschen Feuerholz. Ein schönes Gemüsebeet. Okay, und hier müsste das Brett sein. Oh, da ist es. Also gut, bereit? Hiernach habt ihr die ganze Zeit gesucht. Das Pilzwaldbrett. Das! Ja, also das Pilzwaldbrett? Naja, klar, was ist sonst? Glaube ich. Du weißt es nicht? Falsche Stimme. Du weißt es nicht! Wir haben hier die ganze Drecksarbeit erledigt. Und du weißt nicht einmal, ob das Pilzwaldbrett ist. Na hör mal, woher hätte ich das auch wissen sollen? Und damit bist du fein raus, oder was? Als dieser ganze Park noch ein matschiger Acker war, habe ich dieses Teil beim Umgraben gefunden. Tja, hatte gerade eine harte Zeit hinter mir. Ich kam auf die Insel, um nochmal neu anzufangen. Dachte vielleicht, komm... Okay, jetzt quatscht er anscheinend stundenlang. Das war jedenfalls die Zeit, als ich das Brett hier fand. Ein normales Brett sieht anders aus. Ja, dieses Brett ist was Besonderes. Glaube ich. Darf ich es mir mal ansehen? Diese Massierung und dieser Glanz. Diese elegante Form. Es besteht kein Zweifel, das ist das Pilzwaldbrett. Wusste ich's doch. Puh! Jetzt, wo alles geklärt ist, kann ich wieder an die Arbeit. Vielen Dank, Herr Blöckle. Was, so einfach? Kein Albtraumsplitter, den ich lösen muss? Das war's einfach. Ich krieg's einfach daher geschenkt. Dieses Pilzwaldbrett sieht ja schon seltsam aus. Sag, Traumberg, kommt dieses Brett echt von einem Baum? Jawohl, die legendäre Pilzwaldeiche wuchs hier in der Gegend. Dieses Brett ist alles, was nach dem Verfall des Baums von ihm übrig blieb. Der Baum stirbt und dann wird er zu einem Brett verrückt. Aber man muss es Blöcke lassen, er hat uns echt geholfen. In der Tat, und jetzt auf die anderen Teile des Bettes finden. Im Menü finden wir Infos zu den fehlenden Teilen. Okay. So schnell hatte ich jetzt nicht erwartet, dass wir das Brett einfach kriegen. Ich habe jetzt gedacht, wie beim Pyjama-Felsrahmen, dass da jetzt ein Albtraumsplitter ist, den wir lösen müssen. Okay, irgendwie will ich jetzt hier aber den Part noch nicht beenden.
Okay, ich guck mal unter Menü. Ich geh mal unter Sammlung. Auf Bohnen. Okay, im Pilzwaldpark fehlen mir also noch 2 Bohnen. Okay, wisst ihr was? Die such mal jetzt, diese 2 Bohnen. Tja, also, wo haben wir die Bohnen? Da ist Herr Blöckle. Oh, Moment, ja, etwas wollte ich ja auch noch holen. Und zwar, es heißt ja, wenn wir viele Kisos retten, kriegen wir von Traumswurf, der da gleich um die Ecke ist, Items geschenkt. Und da möchte ich ihn jetzt mal abfragen. Auf dem linken Ohr höre ich nicht so gut. Sprich mich lieber von der anderen Seite an. Kann ich euch helfen, Kinder? Ja, gerettete Kisse. Die gerettete Kisse? Lass mich mal überlegen. Ihr beiden habt bis jetzt 33 Kisse gerettet. Oh, so viele habt ihr schon gerettet? Das ist der Dank dafür, dass ihr schon 7 Kisse gerettet habt. Geburtstagshammer, oh. Das ist der Dank dafür, dass ihr schon 12 Kisse gerettet habt. Angriffshandschuhe? Das ist der Dank dafür, dass ihr schon 18 Kisse gerettet habt. Geburtstagsring. Das ist der Dank dafür, dass ihr schon 26 Kisse gerettet habt. Goldhose. Die ist aber blau und nicht golden. Wenn ihr irgendwo weitere Kisse seht, helft ihnen auch. Wenn ihr es schafft, 37 Kisse zu retten, gibt es eine Belohnung. Die Orte, an denen ihr die gefangenen Kisse findet, schaut doch mal unter Kisse im Untermenü Sammlung nach. Yep, da schaue ich auch regelmäßig nach. Und dort habe ich ja auch gesehen, dass wir jetzt alle Kisse im Pilzwaldpark gerettet haben. Ich sag eigentlich Kissos, denn das klingt ja eigentlich besser als die eigentliche Mehrzahl Kisse. Ich sag weiterhin Kissos. Okay, aber jedenfalls 2 mickrige Bohnen fehlen noch und die möchte ich eigentlich kriegen. Ja, hier waren 4, aber die haben wir schon mitgenommen. Ich glaube, so Teil 44 war das. Da waren wir ganz kurz hier, als wir nach Pennemünde mussten. Und ja, da habe ich die kurz mitgenommen. Eigentlich, ja, echt nur 2 Bohnen fehlen mir noch. Wo könnten die sein? Gut, hier war ich schon. 2 Bohnen. Ich muss jetzt alles nochmal durchsuchen. Oder sind sie vielleicht hier? Nö, aber hier ist so eine Röhre. Okay, Parkverwaltung. Ich bleib mal hier. Gut. Tja, irgendwie will ich jetzt nicht schon die Suche nach dem nächsten Dösteil beginnen. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir das Pilzwaldbrett so schnell kriegen. Gut. Gut. Also ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. Ich suche einfach mal nach den Bohnen. Obwohl, nö, da oben war ja der eine Kisso. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr, oder? Nö. Ist da unten in der Höhle vielleicht noch was? Nachschauen kann man ja immer. Oh, hier ist ja tatsächlich noch etwas. Und wow, der ist mir ja beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, dieser Totenkopf. Okay, gruselig. Schau mich hier aber trotzdem um. Vielleicht ist hier ja noch was. Solche Bienen. Aber die lasse ich mal liegen. Und ein Nickerchen heißen die, glaube ich. Aber die sind ja... Genau, nö, nicht Nickerchen, Nickerling. Genau, aber die sind recht leicht. Die haben ja schon extrem hohe Angriffskraft. Okay, aber fiese Attacke. Gut, die bringen zwar nicht mehr viele Erfahrungspunkte, aber naja, Luigi will ja auch den Sternrang haben.
Okay, aber irgendwas ist hier noch. Da war ja ein versperrter Weg. Können wir den jetzt vielleicht mit dem Prallball erreichen? Kann ja sein. Da drüben war, wenn ich mich recht erinnere, dieses Spiel mit dieser komischen Maschine. Genau, da wo wir Blöckle aus dem Brunnen rausgeschossen haben. Entschuldige, das Wort lag mir gerade auf der Zunge. Okay, verdächtig die Statue. Okay, dann würde ich sagen, hier ist eine Sackgasse. Aber da waren doch Felsen, die man von der anderen Seite zertrümmern musste. Ich vermute, mit dem Prallball kommen wir hier jetzt weiter. Suchen kann man ja immer tatsächlich. Da können wir jetzt rauf. Okay, Tatsache, hier ist was. Ein Wunderbonbon. Das nehmen wir mit. Sind hier vielleicht auch noch die fehlenden Bohnen? Also sehen tue ich nichts. Na gut. Aber ich will ja so gut wie jedes Secret in meinem Let's Play zeigen. Und jetzt haben wir wieder eins mehr. Gut. Tja, und jetzt? Zwei Bohnen. Zwei kleine Bohnen. Oh, da ist ja eine. Jetzt war es nur noch eine. Okay, ist hier vielleicht was? Nö, anscheinend nicht. Geh mal da lang. Ach ja, hier war dieser Typ, der einfach geschlafen hat. Wo wir schon gedacht haben, der Flügel hätte ihn getroffen. Ja. Es war damals zu der Zeit, wo ich noch mit der Kamera abgefilmt habe. Aber jetzt habe ich ja die Capture Card. Und damit lässt sich das schon in besserer Qualität aufnehmen. Okay, aber die Bohne hätte ich schon noch gerne. Vielleicht da oben? Nö. Mit dem Prallball hätte man da eigentlich nicht drauf müssen, sondern über den Kiso, aber den so kann man abkürzen. Moment mal. Ach so, da oben waren wir auch schon. Wo sind denn diese Bohnen? Diese Bohne. Eine haben wir ja schon. Komm schon, eine einzige Bohne, die muss ich doch noch irgendwo finden können. Ja, hier war dieser optionale Kiso, vielleicht hier. Nö. Glaubt nicht. Okay. Ich würde sagen, ein bisschen suche ich noch, wenn nicht, schaue ich nach und schneide sie euch rein. Okay. Hier vielleicht, obwohl, da war ich ja schon mal und habe alles abgesucht. Wie gesagt, Teil 44 war das, glaube ich. Da ist der eine Kiso, den wir ja vor zwei Parts gerettet haben. Okay. Was sind das eigentlich für komische Stellen im Gras? Erinnert ein bisschen an die Obstbohnen aus Mario & Luigi Superstar Saga. Kennt ihr die? Man könnte fast meinen, da wäre eine Obstbohne. Aber das ist ja nicht so. Na gut, ich finde die Bohne jetzt nicht auf die Schnelle. Also, dann schneide ich sie euch jetzt kurz unkommentiert dran. Tschüss!